Es war eine liebe Zeit. Die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch. Denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl schier. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Ein neugieriges Publikum drängt in den Zuschauerraum, als würde ein Kapitalverbrecher verurteilt. Einstweilen geht es nur um ein paar zerbrochene Fensterscheiben. Ruhe im Zuschauerraum, bitte! Ich bin entsetzt, Angeklagter. 38 Fenster haben Sie zertrümmert. Die meisten haben Sie mit dem Stock... Ruhe! Die meisten haben sie mit dem Stock eingeschlagen, aber durch etliche Kuchel- und Kammerfenster sollen sogar faustgroße Steine geflogen sein. Dadurch sind schlafende Menschen gefährdet worden, so auf den Höfen der beiden Nebenkläger, auf dem Hirnerhof und beim Bechelbauern. Jawohl, direkt aufs Bett von meiner Bayerin ist ein Stein geflogen, so groß wie ein Kindskopf. Legen Sie doch ein Geständnis ab, Angeklagter. Das Gericht hat heute nicht viel Zeit. Entschuldigen Sie, euer Gestrenger, aber ich habe mir keinen Stein nicht geschmissen. Oh, noch mal, ein einziges Mal nur möchte ich es erleben, dass ein Angeklagter den Mut hat zu sagen, hier stehe ich, Herr Richter, ich habe es getan, es tut mir leid und ich bitte um ein mildes Urteil. Aber nein, da muss erst die ganze endlose Zeugenliste muss aufgerufen werden. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Ja, entschuldigen Sie, Herr Rat, aber die Fenster von meinem Häusl sind ja auch da schlagen gewesen. Meinen Sie, ich bin als Täter so dumm und schlagen mir meine eigenen Fensterscheiben? Oh nein, dumm sind Sie gar nicht. 38 Fenster zu reparieren, das lohnt sich schon. Da gehen die eigenen paar Scherben schon mit rein. Kalkuliert haben Sie ganz richtig. Sie haben dabei nur übersehen, dass man Sie bei dem Geschäft der Arbeitsbeschaffung erwischen könnte. Oha, wer hat mich erwischt? Sie, ich bin ein ehrlicher Handwerksmann und in Kirchzell seit 19 Jahren ansässig als Glasermeister. Ehrlich, darf der Sie nennen? Ein Lump bist? Ja, aber ich hab mir mein Geld allweil sauer verdienen müssen, gell? Im Schweiße meines Angesichtes, jawohl. Indem die Zeller mir nie haben extra viel verdienen lassen. Und was er verdient hat, hat er allweil gleich versuffen. Ja. Keine Zwischenrufe, Herr Nebenkläger. Und Sie schneiden jetzt nicht lang rum, sondern sagen uns dafür, wie die 38 Fenster zerbrochen sind. Ja, no. Es bricht ja sonst fast nichts in den Kopf. Nicht einmal die Schulbuben werfen hier und da ein Fensterscheiben ein. Und außerdem bin ich Witwer und habe eine unschuldige Tochter zu ernähren. Die Zilli. Ja, Herr Rat, und da möchte ich schon unterdänig fragen, ob mich die Herren Ökonomen von Kirchzell anzeigen dürfen wegen der Fenster da oder ob es nicht doch gescheiter war, sie taten mir zuerst ein Glas zahlen. Hä? Wer hat die Fenster zertrümmert? Ich nicht. Gut, dann fangen wir an. Wachtmeister, rufen Sie mir in Gottes Namen den Zeugen Neudecker Simon herein. Neudecker Simon, jawohl. So, aber das kann ich Ihnen sagen, Angeklagter. Billiger wär's mit einem reumütigen Geständnis davon gekommen. Ja, aber ich hab die Fenster nicht gebrochen, Herr Rat. Ganz im Gegenteil, ich hab's wieder ganz gemacht. Aber die Banditen da, die wollen mir die Arbeit nicht zahlen. Bei den heutigen Glaspreisen, wo mich selber die Tafel Glas bereits 4 Mark kostet. Ich möchte mein Geld, Herr Rat. Der Zeuge Neudecker Simon, Gastwirt von Kirchzell. Danke, setzen Sie sich, Angeklagter. Ist gut? Wo ist das Gericht? Das tut, Herr Zeuge. Der Angeklagte hat am 9. Juli in ihrer Gaststube gezecht. Dabei soll es ziemlich spät geworden sein, ne? Das ist leicht möglich, Herr Rat. War er betrunken? Das ist noch mal leicht möglich, Herr Rat. So. Und dann hat er in ihrem Lokal bereits das Randalieren angefangen und hat mit einem Maßkrug ein Fenster reingeschlagen. Ja, ja, möglich ist es schon. Ja, ja, möglich ist das schon. Ja, möglich ist hierzulande alles. Gut,
Ich rekapituliere, der Klaus war betrunken, hat über sein schlechtes Geschäft gejammert, hat dann mit dem Maßkrug ein Fenster zertrümmert. War's nicht so? Sie waren doch Augenzeuge. Sie haben sich doch in Ihrer Gaststube aufgehalten. Ja, ja, das schon. Ich bin in der Stube gesessen. Ja. Dann hat's auch vor mir gekracht. Batsch! Hat's doch! Und Scheim ist raus gewesen. Und dann hat's nochmal so. Unterstehen Sie sich. Batsch da und die zweite Scheim ist gebrochen. Ja, und nach einer Weile hat's nochmal geschäbert. Brav. Und dabei haben Sie zugeschaut und haben nicht eingegriffen, nein? Ich hab sie nicht verbieten können. So, na, das ist ja ein gemütliches Wirtshaus. Na, Angeklagter, wollen Sie immer noch leugnen? Stehen Sie auf. Die Geschichte geht mich nichts an, euer Gestrengen. Ich hab die Fenster nicht unterschlagen. Ja, Himmel, Donnerwetter noch einmal. Der Zeuge kann vereidigt werden. Mit dem Leugnen kommen Sie mir nimmer durch jetzt. Entschuldigen Sie, Herr Richter. Ich hab nicht gesagt, dass er da unser Glasermeister meine Fenster gebrochen hat. Nein, nein, das hab ich nicht gesagt. Und ja, darauf leist ich auch kein Eid. Ja, wer denn sonst? Vor der Polizei haben Sie den Angeklagten als Täter geschildert. Ja, sind wir denn in einem Narrenhaus? Ja, da hab mich der Herr Gendarmerie-Kommandant falsch verstanden. Ich hab zu Protokoll gegeben, dass es gut möglich sein kann, dass der Glaser-Bartl nicht ganz unschuldig ist. Am Mehrer hab ich nicht gesagt. Wer hat denn dann die Fenster zertrümmert, ha? Das hab ich nicht gesehen. Es ist schon spät gewesen und ich hab ein wenig eingeschlafen in meinen Sessel drin. So, gut, dann nehmen Sie bitte Platz, schlafen Sie weiter. Angenehme Ruhe, von Ihnen habe ich genug. Setzen! Wachmeister, rufen Sie mir den Dings, die Zeugin Wallner herein. Zeugin Wallner, Papette. Jawohl. Herr Vorsitzender, eine Frage. Bitte. Es steht fest, dass die Fenster in der nämlichen Nacht vom 9. auf 10. Juli dieses Jahres zerstört worden sind, als in der Zechstube des Zeugen Neudecker die Scherben klirrten. Ja. Daraus folgt die Identität des Täters. Es ist jedoch unwahrscheinlich und widerspricht jeder Lebenserfahrung, dass der Zeuge durch den dreimaligen Radau und durch das Krachen der Scherben nicht aufgewacht wäre. Ich bestehe daher auf eine Vereidigung des Gastwirts. Ich hingegen schließe mich der Meinung des Herrn Vorsitzenden an. Inwiefern? Inwiefern? Ein Wirt hat einen tiefen Schlaf. Da hat schon Schwerverletzte gegeben. Und der Wirt hat nichts gehört und nichts gesehen. Zeugin Wallner, Patente Kellnerin von Kirchzell. Ist recht, ja. Treten Sie näher, Freund Zeugin. Grüß Ihnen Gott, euer Gestrengen. Grüß Gott, Freund Wallner. Sie haben einen fraglichen Abend bedient, gell? Wie viele Gäste waren denn da überhaupt um Mitternacht noch in der Schankstube anwesend? Ja, der Wirt, der hat aber schon geschlafen. Und nachher ich habe aber bereits die Bierglasel gewaschen. Gäste, habe ich gefragt. Gäste? Ja. Nimm für ein paar noch, gell? Der Glaserbeutel, der hat aber schon einen Mordsrausch gehabt. Ja, ruhig weiter, wer noch? Ja, da muss ich jetzt direkt nachdenken. Ja, sind Sie gut, bitte. Sein Freund, der Alois, der Totengraber. So. Ja, der war aber auch schon besoffen. Ja, und wissen Sie, es ist ja schon Polizeistunde gewesen, gell? Wir wollten doch ins Bett gehen. Wer war noch anwesend? Sie verschweigen uns etwas. Ja, sonst das... Fräulein Wallner, jetzt reißt mir bald die Geduld, gell? Nennen Sie mir auf der Stelle den dritten Gast. Sie verschweigen uns etwas. Sie müssen uns hier die Wahrheit sagen. Ich sag ja eh alles. Ich kann mich zum Beispiel genau noch erinnern, was die Herren geredet haben. So, was ich gesagt? Ja, der Glaserbartl hat dem fremden Herrn vorgegeben, dass halt sein Geschäft gar so schlecht geht, gell? Und dass in ganz Kirchezeit kein Fenster mehr bricht. Mhm. Direkt geweint hat er. So. Ja, und das hat dem fremden Herrn sehr leid getan. Den Namen des dritten Gastes möchte ich wissen, Frau Wallner. Ich darf doch den Namen nicht sagen. Die sagen wir nicht. Fräulein Wallner, decken Sie doch keinen Übeltäter. Hey, Übeltäter ist es keiner. Bleib nur hart, Papettl. Das ist nicht dein Schaden. Was erlauben Sie sich? Zeuge, nennen Sie uns den Namen des Täters. Er hat's nicht da. Und ich will ja nicht haben, dass ihn sowas nicht sagen wird, der Herr. Wer? Der Herr da. Wer? Gibt mir doch aber einen ganzen Taler Trinkgeld. Wer, bitte? Na ja, der Herr Ökonomierat. Oh. Jetzt wird's doch der Herr Ökonomierat. Er hat halt auch schon ein bisschen eine angeheiterte Stimmung gehabt. Ne? Ja, danke schön. Das auch noch. Ja, das genügt mir. Ich denke, wir vertagen die Sitzung. Der Herr Ökonomierat ist ja als Zeuge nicht geladen. Aber der Herr Ökonomierat kann doch geholt werden. Hm?
sind keine 20 Schritte über die Straße. Ja, jawohl, Holzen! Keine Zwischenrufe, sonst lasse ich den Saal räumen! Für den Fall der raschen Herbeiholung des Zeugen Fäustels bin ich auch für die Fortsetzung der Verhandlung, zumal die Täterschaft Fäustels noch nicht erwiesen ist. Nein, nein, ja, keineswegs. Ich meine, wenn Sie meinen, Sie meinen auch, Herr Justus? Ja, ich meine. Ja, dann meinetwegen, Herr Wachtmeister, bitten Sie den Herrn Ökonomierat, er möchte sich bitte sofort hierher bequemen, zwecks seiner Aussage. Gerne, Herr Roth, das werden wir gleich haben. Halt einen Augenblick noch, in der Zwischenzeit könnten wir ja den Zeugen Wastelhuber vernehmen. Schicken Sie uns den Totengräber herein. Jawohl. Ich habe noch eine Frage an die Zeugin. Bitte sehr. Frau Zeugin. Halt, da fällt mir jetzt noch was ein. Ich darf doch nichts verschweigen. Gell? Nein. Es ist nur ein Gast da gewesen. Ja, da schau her. Bitte? Das hätte ich Entschuldigung, schau mal. Ein vierter Gast, fein. Und das sagen Sie uns erst jetzt. Na, an den habe ich nicht mehr gedacht, gell? Der Schurl, der Kutscher vom Herrn Ökonomierat. Weiß ich, der kann was vertragen. Jammerig. Der war nur der Nüchterne von alle Vieren. Der Zeuge Wastelhuber Alois, Totengräber vom Kirchzell. Gleich komme ich mit dem Ökonomierat. Ist gut, ja. Habe ich die Ehre, Herr Rat? Grüß Gott, Wastelhuber. Nehmen Sie Platz, Freund David, bitte. Herr Zeuge, Sie sind ein Freund des Angeklagten, dem Gericht auch nicht mehr ganz unbekannt. Jetzt schildern Sie uns einmal diesen gemütlichen Umtrunk vom 9. Juli, ja? Mei, das war ein schöner Tag. Ich hab schon 14 Tage keine Tropfen Bier mehr geschluckt gehabt. Auf einmal, da klopft's an meiner bescheidenen Hütte. Und wer steht draußen? Er da. Unser Herr Gastwirt in eigener Person. Ich hab schon gemeint, er möchte Geld von mir. Dabei sagt er, Alisi, fürchte dich nichts. Ich mach dir einen Mords bereit. Der Preis, komm zum Kundensaufen. Was, wie heißt das? Zum Kundschaft trinken. Kundschaft trinken? Ja, und da braucht er noch ein paar fröhliche Mitsächer. Das macht er nämlich alle Jahr, der Brei, ja. Mhm. Und unser Menschenfreund, der Herr Neudecker, der denkt da jedes Mal an mich und an meinen Freund, an Gloser Bartl. Weil das ist auch eine geeignete Person für eine Zecherei mit dem Herrn Ökonomierat. Ja, fassen Sie sich ein bisschen kürzer, Herr Zeuge. Schildern Sie uns den nächtlichen Radau und wie Sie zusammen mit dem Angeklagten die 38 Fenster zertrümmert haben. Ich? Fenster? Mhm. Ich und der Bartl? Wir sollen das gemacht haben? Natürlich haben Sie es getan. Verzichten Sie doch ausnahmsweise einmal aufs Lügen. Hast du dies gesagt? Nein, Alice, ich hab kein Wort nicht gesagt. Ja, Himmel, Donnerwetter, noch einmal, wie hammer's denn? Herr Zeuge, es ist nicht gestattet, mit dem Angeklagten zu reden. Ja, entschuldigen Sie schon, Herr Rat, aber das hätte ich sowieso nicht geglaubt, dass er sowas erzählt, was doch gar nicht wahr ist. Wer hat denn dann die Fenster zertrümmert? Der Herr Ökonomierat vielleicht? Ja, das hab ich nicht behauptet. Das haben Sie gesagt. Jetzt, Schnitti? Natürlich wagen Sie es nicht, den Herrn Brauereibesitzer und königlich-bayerischen Ökonomierat Josef Fäustel direkt einer strafbaren Handlung zu bezichtigen. Aber durch Ihr hartnäckiges Leugnen verdächtigen Sie ihn. Also, wer war's? Ja, wenn Sie mich direkt fragen... Ich frag Sie direkt. Also gut, ich sag die Wahrheit. Und ohne Rücksicht auf den Herrn Ökonomierat. Ja, selbstverständlich, ohne jede Rücksicht vor dem Gericht sind alle Menschen gleich. Auch der Herr Ökonomierat ist gleich. Das heißt, ich meine das nicht. Na, ist ja gleich. Reden Sie offen, Herr Zeuge, und sagen Sie uns die Wahrheit. Er kann ja fürchterlich viel vertragen, der Herr Fäustel und der Ökonomierat. Aber auf einmal ist er halt doch schwach geworden auf die Füße und hat gefährlich gewackelt. Ja, und da ist passiert, dass er nachher mit dem Ellenbogen. Woher bekommst? Dankeschön. 10 Minuten, das kann man noch live verantworten beim Gericht. Ja, der Ökonomierat, der kann nur auf der Jagd sein, nicht? Wir machen dann doch keine Gewissensbisse, Herr Wachtmeister, essen's und trinken's in Ruhe. Und ich mag heute nicht. Heute wird nichts gezeigt. Ja, Prost! Richtig, heute sind wir nicht in der Lage. Und ich hab sie überredet und überredet. Da kann eine halbe Stunde leicht vergehen. Finger weg! Nein, heute wird nichts gezeigt. Ich hab eine Idee. Wir schicken ein Kutschen über einen Schurl. Richtig, ein Schurl. Ja. Na, bei dem beißt der Herr Rat die Zähne aus. Ja, Ziska, schrei am Schurl. Den muss der Herr Wachtmeister überführen als Zeuge aufs Gericht. Der soll selber rübergehen oder du führst ihn vor. Dir geht er lieber mit. Der Wachtmeister bleibt hoch, er greift zu. Du bist im Dienst, iss und trink. Du musst mich überreden. Jawohl, Herr Ökonomierat. Dienst ist Dienst. Prost.
Wie ist es wahr, Herr Rat? Das eine Fenster hat er mit dem Ellenbogen nicht gesessen. Und dann sagt er, öha, sagt er. Und schon ist er mit dem Kopf in das andere Fenster reingeflogen. Oh. Ja, wir haben ihm auch nicht helfen können, gell? Weil wir auch schon immer ganz fest waren auf die Füße. Naja, das ist alles. Und die Fensterscheiben, die 38 zertrümmerten Fensterscheiben im Dorf? Sagen Sie, sind Sie durch das ganze Dorf gewackelt? Da lasst mein Gedächtnis aus. Ja, ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nicht einmal, wie ich heimgekommen bin. Ja, sowas gibt's. Verschwinden's, aber schnell. Herr Staatsanwalt, lassen Sie es gut sein. Das ist doch aussichtslos, sowas. Herrschaft Zeiten, wo bleibt denn der Herr Ökonomierat? Der zeige ich schon. Ruhe! Ja, was soll denn das bedeuten? Und der Tennisleuer gestrengt, ich habe die Vertretung vom Herrn Wachmeister übernommen. Aber Sie brauchen keine Angst, Herr Rat. Das mache ich gratis. Da verlange ich nichts. Wo bleibt der Herr Ökonomierat? Das ist ja nicht wahr. Unser Herr ist ja sozusagen verhindert, nicht wahr? Aber der Schürl, der ist dabei gewesen damals in Kirchezell, der hat alles gesehen. Wo bleibt der Wachmeister? Nein, der bemüht sich ja so, damit er den Herrn zur Zeugung überreden kann, nicht wahr? Und bis das soweit ist, hat er mir den Schürl rübergeschickt. Verschwinden Sie und sagen Sie Ihrem Herrn, er soll nur kommen. Wir wissen Bescheid. Jawohl, ich werde es ihm ausrichten. Hey, brrr, du geh her, komm. Schürl, du musst ja da bleiben. Ja? Du musst ja, wirst als Zeuge vernommen vom Gericht. Das tut nicht weh, brauchst du den vierten. Herr Rat! Habe die Ehre! Der Schürl war alles. Eine Unverschämtheit ist das. So, Sie sind der Kutscher beim Fössl. Sie waren damals dabei in Kirchzell, wie Ihr Herr die Fenster eingeschmissen hat. Meine Rost, die haben die Besseren im ganzen Bezirk Geisbach. Schürl, kommen Sie mal näher. Noch näher. Und jetzt sagen Sie mir, wer hat die Fenster eingeworfen? Der Herr Ökonomierat oder die zwei Zechkumpane? Ja, ich fuhr da zu gut, meine Ruske. Die kriegen alle Tag zwei scharfe Haubern und hei, was grad liegen. Schurl, hey, sind Sie schwerhörig? Jawohl. Manchmal kriegen Sie sogar ein Bier. Ja, einen ganzen Eimer voll. Da werden Sie lustig. Besonders der Wahlloch. Setzen Sie sich auf die Bank, Schurl, es ist gut. Ja, und striegeln und putzen durch es alle Tag, meine Ross. Setzen sollen Sie sich, habe ich gesagt. Alle Tag, weil ich lasse mir da nichts nachsagen, gell? Himmeldonnerwetter noch einmal. Wachmeister! Ja, so, der ist ja drüben. Herrschaft, Donnerwetter noch mal. Das muss er mir büßen, der noble Herr. Gerichtsschreiber, Sie holen mir sofort den Wachmeister. Ja, tot oder lebendig. Und auch den Josef Häusler. Ja, Vorsitzender. Wie wär's mit einem Freispruch? Bis jetzt hat die Verhandlung ja gezeigt, dass mein Mandant nicht überführt werden kann. Ich bitte deshalb um einen Freispruch mangels Beweises. Ja, das täte Ihnen so passen. Nein, wir verhandeln weiter. Jetzt gehe ich der Sache auf den Grund. Bitte? Angeklagter, kommen Sie noch mal her. Wir gingen nicht nieder aufs Gericht. Oh, ich bringe eine frohe Botschaft und ein frisches Bier. Prost, Herr Wachmeister. Prost. So, der Herr Rat, mein Sohn, Sie möchten Ihre Bemühungen fleißig fortsetzen, gell? Er möchte den Herrn Ökonomierat heute noch sehen, und zwar auf der Stelle. Ja, und ich mag nicht. Ich habe zwei Fische schon. Na ja, der Herr Rat wird auch Mittag machen. Draußen bleiben, wir wollen nicht gestört werden. Entschuldigen Sie bitte vielmals, Herr Ökonomierat, der Amtsgerichtsrat schickt mich. Er ist in einer fürchterlichen Stimmung. Schorschi, du musst gleich rüberkommen, sonst gibt's einen heillosen Skandal. Ja, aber Brian hat nicht über Rettung können. Sie ist der Herrschreiber, so ist da kein Stiefkind sein. Das ist unmöglich, Herr Ökonomierat. Die Verhandlung geht weiter. Sie müssen bitte mitkommen. Ich führe doch das Protokoll. Da sitzt Ihr Herz in mir. Oh mein Gott, ich verliere meine Stellung. Ist und trink, bis der Ätzer und dir. Ja, was soll doch das ganze Gericht da rüberkommen, nicht wahr? Darin verhandeln Sie doch viel gemütlicher. Nein, ich darf nicht bleiben. Okay. Geh her, Heidl, was wollen Sie denn? Bleiben Sie da, sitzen Sie hin, werden Sie sehen, der Herr Rat kommt auch bald. Bleib sitzen, bin ja ich auch da. Ja. Und sogar im Dienst. Alle zwei sind wir im Dienst. Wir gingen nicht nieder. Ja, mehr können Sie von mir nicht erfahren, Herr Rat. Fragst du einen Schurl, der weiß alles. Und so dumm ist er nicht. Sie brauchen zu ihm nur sagen, er hat schöne Rose. Dann redet er wie ein normaler Mensch. Passen Sie mal auf. Gell, Schurl?
Deine Russen sind die allerschönsten im ganzen Königreich Bayern. Ja, nicht ganz. Der Herr Prinzregent, der hat nur ein paar, drei schönere. Ja, ja, ist schon gut. Schon, Herr Schürl? Und jetzt verzählst du den Herrn Rat alles, was du weißt, gell? Na ja, ich war ja meistens bei meinen Russen, gell? Ja. Weil deine Wirtshasel, denen traue ich nicht recht, gell? Und wie wir noch endlich heimgefahren sind, dann hat der Herr alle Däumer lang anhalten lassen, ja, ist ausgestiegen und hat mit seinem Hackelstecker eine etliche Fensterscheibe geschlagen. Ah. Und er da und der andere, die haben ihm zugeholfen. Naja, jetzt wissen wir es genau. Dankeschön, Schwul, gehen Sie heim zu Ihre Ross. Ja, ist meine recht. Herren, dürfte ich Sie einen Augenblick bitten. Der Tatbestand ist natürlich katastrophal, aber er war immerhin betrunken, also allzu viel kann nicht passieren. Ja, das wird Gegenstand einer neuen Verhandlung sein, aber was machen wir jetzt? Wir blamieren uns. Wir halten die Plädoyers und sprechen meinen Mandanten frei. Ich gehe mit. Nein, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie sind Mitglieder des Gerichtes. Wie viel haben wir denn? Es ist jetzt gleich 12 Uhr. Wir vertagen die Sitzung, vielleicht fällt uns dann was ein. Nicht? Der Zeuge Josef Feustel, königlich bayerischer Ökonomierat und Brauereibesitzer da hier. Was? Habe ich die Ehre, Herr Rat. Sie haben mich rufen lassen. Da war ich. Entschuldigen Sie, dass es ein bisschen gedauert hat. Reichlich lang hat das gedauert. Ja, nur wenn ich eine Ahnung gehabt hätte, dass Sie meine Aussage für den Fall da brauchen, hätte ich mich bereit gehalten. Ja, Sie wissen, worum es geht. Wir haben soeben erfahren, dass Sie in Kirchzell diese 38 Fenster, Kuchelstuben und Kammerfenster in einem sinnlos betrunkenen Zustand zertrümmert haben. Das ist eine entsetzlich peinliche Geschichte. Ja, eine dumme Geschichte. Darauf steht Hausfriedensbruch, Herr. Wir können mal gerade. Ich hab den schon aber gleich wieder gut gemacht. Ich hab im Vorhinein alles gezahlt, ja. Ich hab den Glasermeister von Kirchzell gleich 100 Mark gegeben für den Spaß. So? Ja. Herr Ökonomierat, ich mein, du täuschst ja noch, hä? Nix, 100 Mark hab ich da gegeben. Weil er mir leid hat. 3 Stunden lang hat er mir vorgejammert, dass nichts bricht in Zell und dass er verhungern und verdursten muss. Und sein Freund, der Totengraber, hat auch gejammert, dass niemand stirbt. Aber ich hab nicht alle zwei helfen können. Ich kann mich da nicht beerdigen lassen, nur damit der ein Geschäft macht. Also hab ich einen Glasermeister geholt. Ja, sehr schön. Überhaupt nichts bricht in Zell oder stundenlang bläht. Kein Spiegel, kein Fenster, nichts. Und er muss, glaub, verhungern mit seiner unschuldigen Tochter Zilli etc. So was schlagt sie bei mir aufs Herz. Naja, und da hab ich dann gesagt, dem Mann kann geholfen werden. Wir schlagen die Fenster ein im ganzen Dorf. Ist ja nicht zu fassen. Ja, und dann haben wir es tatsächlich eingeschlagen. Ja, aber sehr diskret haben wir das gemacht, hohes Gericht. Es ist niemand aufgewacht. Ich schäm mir eh. Aber ich kann das nicht hören, wenn ein Handwerksmann jammern muss und sich gar Bier kaufen kann. Das geht mir durch und durch, besonders wenn ich schädliche Mastrunken habe. So, kriegen Sie da plötzlich soziale Anwandlungen? Sozial weniger. Ich bin Bayerische Volkspartei. Da feiert sie nichts. Aber wie sagt man denn da? Ja, ein bisschen ein Dings bin ich halt. Wissen Sie, ein bisschen ein Mäzenas. Ein Mäzenas? Warum nicht? Seine Königliche Hoheit, der Herr Prinzregent, ist auch ein Mäzenas und lasst ihn im Maler ein Geld verdienen. Leben und leben lassen, das ist mein Spruch. Kommen Sie, Herr Rat. Ja, mei. Gehen wir zum Essen? Nun ja. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser Herr Amtsgerichtsrat eh niemanden geschickt. Zum Wohl, Mäzenas. Die Gerichtskasse hat deine Buße sehr gut getan, sollst leben. Na ja, wir haben's ja, gell? Eine liebe Zeit, trotz all der Armut und der kleinen Vergnügen. Menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu solchen Szenen. Königlich-Bayerischen Amtsgericht. Wissen Sie, es ist ja schon Polizeistunde gewesen, gell? Wir wollten doch ins Bett gehen. Wer
war noch anwesend, Sie verschweigen uns etwas? Ja, sonst... Fräulein Wallner, jetzt reißt mir bald die Geduld, gell? Nennen Sie mir auf der Stelle den dritten Gast. Sie verschweigen uns etwas. Sie müssen uns hier die Wahrheit sagen. Ich sag ja eh alles. Ich kann mich zum Beispiel genau noch erinnern, was die Herren geredet haben. So, was sie gesagt? Ja, ja, der Glaserbartl hat dem fremden Herrn vorgegeben, dass halt sein Geschäft gar so schlecht geht, gell, und dass in ganz Kirchenzeit kein Fenster mehr bricht. Mhm. Direkt geweint hat er. So, so, so. Ja, und das hat dem fremden Herrn sehr leid getan. Den Namen des dritten Gastes möchte ich wissen, Frau Wallner. Ich darf doch den Namen nicht sagen. Die sagen wir nicht. Fräulein Wallner, decken Sie doch keinen Übeltäter. Hey, Übeltäter ist es keiner. Bleib nur hart, Papetl. Das ist nicht dein Schaden. Was erlauben Sie sich? Zeuge, nennen Sie uns den Namen des Täters. Er hat's nicht da. Und ich will ja nicht haben, dass ihn sowas nicht sagen wird, der Herr. Wer? Der Herr da. Wer? Gibt mir doch, ob ich einen ganzen Taler Trinkgeld. Wer, bitte? Na ja, der Herr. Der Herr Ökonomierat. Oh. Jetzt wird's doch, der Herr Ökonomierat. Er hat halt auch schon ein bisschen eine angeheiterte Stimmung gehabt. Ne? Ja, danke schön. Das auch noch. Ja, das genügt mir. Ich denke, wir vertagen die Sitzung. Der Herr Ökonomierat ist ja als Zeuge nicht geladen. Aber der Herr Ökonomierat kann doch geholt werden. Sind keine 20 Schritte über die Straße. Ja, aber jawohl, holzen! Keine Zwischenrufe, sonst lasse ich den Saal räumen! Für den Fall der raschen Herbeiholung des Zeugen Fäustels bin ich auch für die Fortsetzung der Verhandlung, zumal die Täterschaft Fäustels noch nicht erwiesen ist. Nein, nein, ja, keineswegs. Ich meine, wenn Sie meinen, Sie meinen auch, Herr Justus? Ja, ich meine. Ja, dann meinetwegen, Herr Wachtmeister, bitten Sie den Herrn Ökonomierat, er möchte sich bitte sofort hierher bequemen, zwecks seiner Aussage. Gerne, Herr Rath, das werden wir gleich haben. Halt einen Augenblick noch, in der Zwischenzeit könnten wir ja den Zeugen Wastl, Huber vernehmen. Schicken Sie uns den Totengräber herein. Jawohl. Ich habe noch eine Frage an die Zeugin. Bitte sehr. Frau Zeugin. Halt, Sie, da fällt mir jetzt noch was ein. Ich darf doch nichts verschweigen. Nein. Es ist nur ein Gast da gewesen. Ja, da schau her. Bitte? Entschuldigung, schau mal. Ein vierter Gast, fein. Und das sagen Sie uns erst jetzt. Na ja, an den habe ich nicht mehr gedacht, gell? Der Schurl, der Kutscher vom Herrn Ökonomierat. Weiß ich, der kann was vertragen. Jammerig. Der war nur der Nüchterne von alle Vieren. Der Zeuge Wastelhuber Alois, Totengräber vom Kirchzell. Gleich komme ich mit dem Ökonomierat. Ist gut, ja. Hab ich werden. Entschuldigen Sie bitte vielmals, Herr Ökonomierat, der Amtsgerichtsrat schickt mich. Er ist in einer fürchterlichen Stimmung. Schorschi, du musst gleich rüberkommen, sonst gibt's einen heillosen Skandal. Ja, aber Brian hat nicht lieber retten können. Sie ist der Herrschreiber, so ist da kein Stiefkind sein. Das ist unmöglich, das ist unmöglich, Herr Ökonomierat. Die Verhandlung geht weiter. Sie müssen bitte mitkommen. Ich führe doch das Protokoll. Da sitzt Ihr Herz in mir. Oh mein Gott, ich verliere meine Stellung. Ist und trink, bis der Ätzer und dir. Ja, was soll doch das ganze Gericht da rüberkommen, nicht wahr? Da drin verhandeln Sie doch viel gemütlicher. Nein, nein, ich darf nicht bleiben. Okay. Geh, Herr Heidl, was wollen Sie denn? Bleiben Sie da, setzen Sie hin, werden Sie sehen, der Herr Rath kommt auch bald. Bleib sitzen, bin ja ich auch da. Ja, ja. Und sogar im Dienst. Alle zwei sind wir im Dienst. Wir gingen ja nicht nieder, wir gingen nicht nieder, wir gingen ja nicht nieder. Ja, mehr können Sie von mir nicht erfahren, Herr Rath. Fragst du einen Schurl, der weiß alles. Und so dumm ist er nicht. Sie brauchen zu ihm nur sagen, er hat Schiene raus. Dann redet er wie ein normaler Mensch. Passen Sie mal auf. Gell, Schurl? Deine Russen sind die allerschönsten im ganzen Königreich Bayern. Ja, nicht ganz. Der Herr Prinzregent, der hat nur ein paar, drei Schönere. Ja, ja, ist schon gut. So, der Herr Schurl. Und jetzt verzählst du den Herrn Rat alles, was du weißt, gell? Alles. Na ja, ich war ja meistens bei meinen Russen, gell? Ja. Weil den Wirtshausl, den ich traue nicht recht, gell? Und wie wir noch endlich heimgefahren sind, dann hat der Herr alle Däumer lang anhalten lassen, ja, ist ausgestiegen und hat mit seinem Hackelstecker eine etliche Fensterscheibe geschlagen. Ah. Und er da und der andere, die haben ihm zugeholfen. Naja, jetzt wissen wir es genau. Dankeschön, Schwul, gehen Sie heim zu Ihre Ross. Ja, ist meine recht. Herren, dürfte ich Sie einen Augenblick bitten.
Der Tatbestand ist natürlich katastrophal, aber er war immerhin betrunken, also allzu viel kann nicht passieren. Ja, das wird Gegenstand einer neuen Verhandlung sein, aber was machen wir jetzt? Wir blamieren uns. Wir halten die Plädoyers und sprechen meinen Mandanten frei. Ich gehe mit. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie sind Mitglieder des Gerichtes. Wie viel haben wir denn? Es ist jetzt gleich 12 Uhr. Wir vertagen die Sitzung, vielleicht fällt uns dann was ein. Nicht? Der Zeuge Josef Feustl, königlich bayerischer Ökonomierat und Brauereibesitzer da hier. Was? Na, mit Ihrer, Herr Rat, Sie haben mich rufen lassen, da war ich. Entschuldigen Sie, dass es ein bisschen gedauert hat. Reichlich lang hat das gedauert. Ja, nur wenn ich eine Ahnung gehabt hätte, dass Sie meine Aussage für den Fall da brauchen, hätte ich mich bereit gehalten. Ah, Sie wissen, worum es geht. Wir haben soeben erfahren, dass Sie in Kirchzell diese 38 Fenster, Kuchelstuben und Kammerfenster in einem sinnlos betrunkenen Zustand zertrümmert haben. Das ist eine entsetzliche. Na, Angeklagter, wollen Sie immer noch leugnen? Stehen Sie auf. Die Kirche geht mich nichts an, Herr Gestringen. Ich hab die Fenster nicht erschlagen. Ja, Himmel, Donnerwetter noch einmal. Der Zeuge kann vereidigt werden. Mit dem Leugnen kommen Sie mir nimmer durch jetzt. Entschuldigen Sie, Herr Richter. Ich hab nicht gesagt, dass er da unser Glasermeister meine Fenster gebrochen hat. Nein, das hab ich nicht gesagt. Und ja, darauf leist ich auch keinen Eid. Ja, wer denn sonst? Vor der Polizei haben Sie den Angeklagten als Täter geschildert. Ja, sind wir denn in einem Narrenhaus? Ja, da hab mich der Herr Gendarmeriekommandant falsch verstanden. Ich hab zu Protokoll gegeben, dass es gut möglich sein kann, dass der Glaser-Bartl nicht ganz unschuldig ist. Am Mehrer hab ich nicht gesagt. Wer hat denn dann die Fenster zertrümmert, ha? Das hab ich nicht gesehen. Es ist schon spät gewesen und ich hab ein wenig eingeschlafen in meinen Sessel drin. So, gut, dann nehmen Sie bitte Platz, schlafen Sie weiter. Angenehme Ruhe, von Ihnen hab ich genug. Setzen! Wachmeister, rufen Sie mir den Dings, die Zeugin Wallner herein. Zeugin Wallner, Papette. Jawohl. Herr Vorsitzender, eine Frage. Bitte. Es steht fest, dass die Fenster in der nämlichen Nacht vom 9. auf 10. Juli dieses Jahres zerstört worden sind, als in der Zechstube des Zeugen Neudecker die Scherben klirrten. Ja. Daraus folgt die Identität des Täters. Es ist jedoch unwahrscheinlich und widerspricht jeder Lebenserfahrung, dass der Zeuge durch den dreimaligen Radau und durch das Krachen der Scherben nicht aufgewacht wäre. Ich bestehe daher auf eine Vereidigung des Gastwirts. Ich hingegen schließe mich der Meinung des Herrn Vorsitzenden an. Inwiefern? Inwiefern? Ein Wirt hat einen tiefen Schlaf. Da hat schon Schwerverletzte gegeben. Und der Wirt hat nichts gehört und nichts gesehen. Zeugin Wallner, Patente Kellnerin von Kirchzell. Ist recht, ja. Treten Sie näher, Freund Zeugin. Grüß Sie, Gott, euer Gestrengen. Grüß Gott, Freund Wallner. Sie haben einen fraglichen Abend bedient, gell? Wie viele Gäste waren denn da überhaupt um Mitternacht noch in der Schankstube anwesend? Ja, der Wirt, der hat aber schon geschlafen. Und nachher ich habe aber bereits die Bierglaseln gewaschen. Gäste, habe ich gefragt. Gäste? Ja. Nimm für ein paar noch, gell? Der Glaserbeutel, der hat aber schon einen Mordsrausch gehabt. Ja, ruhig weiter, wer noch? Ja, da muss ich jetzt direkt nachdenken. Ja, sind Sie gut, bitte. Sein Freund, der Alois, der Totengraber. So. Ja, der war aber auch schon besoffen. Ja, und wissen Sie, es ist ja schon Polizeistunde gewesen, gell? Wir wollten doch ins Bett gehen. Wer war noch anwesend? Sie verschweigen uns etwas. Ja, sonst das... Fräulein Wallner, jetzt reißt mir bald die Geduld, gell? Nennen Sie mir auf der Stelle den dritten Gast. Sie verschweigen uns. Sonst das... Fräulein Wallner, jetzt reißt mir bald die Geduld, gell? Nennen Sie mir auf der Stelle den dritten Gast. Sie verschweigen uns etwas. Sie müssen uns hier die Wahrheit sagen. Ich sag ja eh alles. Kann mich zum Beispiel genau noch erinnern, was die Herren geredet haben. So, was sie gesagt? Ja, der Glaserbartl hat dem fremden Herrn vorgegeben, dass halt sein Geschäft gar so schlecht geht, gell? Und dass in ganz Kirchenzeit kein Fenster mehr bricht. Direkt geweint hat er. So. Ja, und es hat dem fremden Herrn sehr leid getan. Den Namen des dritten Gastes möchte ich wissen, Frau Wallner. Er darf doch den Namen nicht sagen. Warum? Die sagen wir nicht. Frau Wallner, decken Sie doch keinen Übeltäter. Hey, Übeltäter ist das keiner. Bleib nur hart, Papettl. Das ist nicht dein Schaden. Was erlauben Sie sich? Zeuge, nennen Sie uns den Namen des Täters. Er hat's nicht da. Und ich will ja nicht haben, dass ihn sowas nicht sagen wird, der Herr. Wer? Der Herr da. Ja? Gibt mir doch aber einen ganzen Taler Trinkgeld. Wer, bitte? Na ja, der Herr Ökonomierat.
Jetzt wird's dunkel, der Herr Ökonomierat. Na, er hat halt auch schon ein bisschen eine angeheiterte Stimmung gehabt. Ne? Ja, danke schön. Das auch noch. Ja, das genügt mir. Ich denke, wir vertagen die Sitzung. Der Herr Ökonomierat ist ja als Zeuge nicht geladen. Aber der Herr Ökonomierat kann doch geholt werden. Sind keine 20 Schritte über die Straße. Ja, jawohl, Holzen! Keine Zwischenrufe, sonst lasse ich den Saal räumen! Für den Fall der raschen Herbeiholung des Zeugen Fäustels bin ich auch für die Fortsetzung der Verhandlung, zumal die Täterschaft Fäustels noch nicht erwiesen ist. Nein, ja, keineswegs. Ich meine, wenn Sie meinen, Sie meinen auch, Herr Justus? Ja, ich meine. Ja, dann meinetwegen, Herr Wachtmeister, bitten Sie den Herrn Ökonomierat, er möchte sich bitte sofort hierher bequemen, zwecks einer Aussage. Gerne, Herr Rath, das werden wir gleich haben. Halt einen Augenblick noch, in der Zwischenzeit könnten wir ja den Zeugen Wastelhuber vernehmen. Schicken Sie uns den Totengräber herein. Jawohl. Ich habe noch eine Frage an die Zeugin. Bitte sehr. Frau Zeugin. Halt, da fällt mir jetzt noch was ein. Ich darf doch nichts verschweigen. Nein. Es ist nur ein Gast da gewesen. Ja, da schau her. Bitte? Entschuldigung, schau mal. Ein vierter Gast, fein. Und das sagen Sie uns erst jetzt. Na, an den habe ich nicht mehr gedacht, gell? Der Schurl, der Kutscher vom Herrn Ökonomierat. Weiß ich, der kann was vertragen. Jammerig. Der war nur der Nüchterne von alle Vieren. Der Zeuge Wastelhuber Alois, Totengräber von Kirchzell. Gleich komme ich mit dem Ökonomierat. Ist gut, ja. Hab ich die Ehre, Herr Rat? Ist gut, Wastelhuber. Nehmen Sie Platz, Freund David, bitte. Herr Zeuge, Sie sind ein Freund des Angeklagten, dem Gericht auch nicht das Randalieren angefangen und hat mit einem Maßkrug ein Fenster reingeschlagen. Ja, möglich ist es schon. Ja, möglich ist das schon. Ja, möglich ist hierzulande alles. Gut, ich rekapituliere. Der Klaus war betrunken, hat über sein schlechtes Geschäft gejammert, hat dann mit dem Maßkrug ein Fenster zertrümmert. War's nicht so? Sie waren doch Augenzeuge. Sie haben sich doch in Ihrer Gaststube aufgehalten. Ja, das schon. Ich bin in der Stube gesessen. Ja. Dann hat's auch vor mir gekracht. Patsch! Hat's doch! Und Scheim ist raus gewesen. Und dann hat's nochmal. So unterstehen Sie sich. Patsch doch und die zweite Scheim ist gebrochen. Ja, und nach einer Weile hat's nochmal geschäbert. Brav. Und dabei haben Sie zugeschaut und haben nicht eingegriffen, nein? Ich hab sie ihm nicht verbieten können. So, na, das ist ja ein gemütliches Wirtshaus. Na, Angeklagter, wollen Sie immer noch leugnen? Stehen Sie auf. Die Küche geht mich nichts an, euer Gestrengen. Ich hab die Fenster nicht erschlagen. Ja, Himmel, Donnerwetter noch einmal. Der Zeuge kann vereidigt werden. Mit dem Leugnen kommen Sie mir nimmer durch jetzt. Entschuldigen Sie, Herr Richter. Ich hab nicht gesagt, dass er da unser Glasermeister meine Fenster gebrochen hat. Nein, das hab ich nicht gesagt. Und ja. Darauf leist ich auch keinen Eid. Ja, wer denn sonst? Vor der Polizei haben Sie den Angeklagten als Täter geschildert. Ja, sind wir denn in einem Narrenhaus? Ja, da hat mich der Herr Gendarmerie-Kommandant falsch verstanden. Ich hab zu Protokoll gegeben, dass es gut möglich sein kann, dass der Glaser-Bartl nicht ganz unschuldig ist. Am Mehrer hab ich nicht gesagt. Wer hat denn dann die Fenster zertrümmert, ha? Das hab ich nicht gesehen. Es ist schon spät gewesen und ich habe ein wenig eingeschlafen in meinen Sessel drin. So, gut, dann nehmen Sie bitte Platz. Schlafen Sie weiter. Angenehme Ruhe, von Ihnen habe ich genug. Setzen! Wachmeister, rufen Sie mir den Dingster, die Zeugin Wallner herein. Zeugin Wallner, Papette. Jawohl. Herr Vorsitzender, eine Frage. Bitte. Es steht fest, dass die Fenster in der nämlichen Nacht vom 9. auf 10. Juli dieses Jahres zerstört worden sind, als in der Zechstube des Zeugen Neudecker die Scherben klirrten. Ja. Daraus folgt die Identität des Täters. Es ist jedoch unwahrscheinlich und widerspricht jeder Lebenserfahrung, dass der Zeuge durch den dreimaligen Radau und durch das Krachen der Scherben nicht aufgewacht wäre. Ich bestehe daher auf eine Vereidigung des Gastwirts. Ich hingegen schließe mich der Meinung des Herrn Vorsitzenden an. Inwiefern? Ein Wirt hat einen tiefen Schlaf. Da hat schon Schwerverletzte gegeben. Und der Wirt hat nichts gehört und nichts gesehen. Zeugin Wallner, Bartette, Kellnerin von Kirchzell. Ist recht, ja. Treten Sie näher, Freund Zeugin. Grüß Sie, Gott, euer Gestrengen. Grüß Gott, Freund Wallner. Sie haben einen fraglichen Abend bedient, gell? Ist gut.
Hohes Gericht. Grüß Gott, Herr Zeuge. Der Angeklagte hat am 9. Juli in ihrer Gaststube gezecht. Dabei soll es ziemlich spät geworden sein, ne? Das ist leicht möglich, Herr Rat. War er betrunken? Das ist noch mal leicht möglich, Herr Rat. So. Und dann hat er in Ihrem Lokal bereits das Randalieren angefangen und hat mit einem Maßkrug ein Fenster reingeschlagen. Ja, ja, möglich ist das schon. Ja, ja, möglich ist das schon. Ja, möglich ist hierzulande alles. Gut, ich rekapituliere. Der Klaus aber betrunken, hat über sein schlechtes Geschäft gejammert, hat dann mit dem Maßkrug ein Fenster zertrümmert. War's nicht so? Sie waren doch Augenzeuge. Sie haben sich doch in Ihrer Gaststube aufgehalten. Ja, ja, das schon. Ich bin in der Stube gesessen. Ja. Dann hat's auch vor mir gekracht. Patsch, hat's doch. Und Scheim ist raus gewesen. Und dann hat's nochmal. So unterstehen Sie sich. Patsch da und die zweite Scheim ist gebrochen. Ja, und nach einer Weile hat's nochmal geschäbert. Brav. Und dabei haben Sie zugeschaut und haben nicht eingegriffen, nein? Ich hab's ihm nicht verbieten können. So, na, das ist ja ein gemütliches Wirtshaus. Na, Angeklagter, wollen Sie immer noch leugnen? Stehen Sie auf. Die Küche geht mich nichts an, euer Gestrengen. Ich hab die Fenster nicht erschlagen. Ja, Himmel, Donnerwetter noch einmal. Der Zeuge kann vereidigt werden. Mit dem Leugnen kommen Sie mir nimmer durch jetzt. Entschuldigen Sie, Herr Richter. Ich hab nicht gesagt, dass er da unser Blasermeister meine Fenster gebrochen hat. Nein, nein, das hab ich nicht gesagt. Und ja, darauf leist ich auch keinen Eid. Ja, wer denn sonst? Vor der Polizei haben Sie den Angeklagten als Täter geschildert. Ja, sind wir denn in einem Narrenhaus? Ja, da hab mich der Herr Gendarmerie-Kommandant falsch verstanden. Ich hab zu Protokoll gegeben, dass es gut möglich sein kann, dass der Glaser-Bartl nicht ganz unschuldig ist. Am Mehrer hab ich nicht gesagt. Wer hat denn dann die Fenster zertrümmert, ha? Das hab ich nicht gesehen. Es ist schon spät gewesen und ich hab ein wenig eingeschlafen in meinen Sessel drin. So, gut, dann nehmen Sie bitte Platz. Schlafen Sie weiter. Angenehme Ruhe, von Ihnen habe ich genug. Setzen! Wachmeister, rufen Sie mir den Dings, die Zeugin Wallner herein. Zeugin Wallner, Papette. Jawohl. Herr Vorsitzender, eine Frage. Bitte. Es steht fest, dass die Fenster in der nämlichen Nacht vom 9. auf 10. Juli dieses Jahres zerstört worden sind, als in der Zechstube des Zeugen Neudecker die Scherben klirrten. Ja. Daraus folgt die Identität des Täters. Es ist jedoch unwahrscheinlich und widerspricht jeder Lebenserfahrung, dass der Zeuge durch den dreimaligen Radau und durch das Krachen der Scherben nicht aufgewacht wäre. Ich bestehe daher auf eine Vereidigung des Gastwirts. Ich hingegen schließe mich der Meinung des Herrn Vorsitzenden.